Nein, Europa ist keine Weltmacht. Wobei man sich fragen muss, ob man das jetzt bedauern soll oder eher sagen sollte, ja, das ist gut, dass Europa keine Weltmacht ist. Als Europa das letzte Mal wirklich Weltmacht war, das war so am Anfang des 20. Jahrhunderts, da hat es sich vor allen Dingen damit beschäftigt, sich selbst zu zerstören, ja, und einen Großteil der Welt zu kolonisieren, ja, und in etwas unangenehmerweise zu beherrschen. Von daher kann man eigentlich sagen, ja, es ist gut, dass Europa keine Weltmacht ist. Was aber nicht heißen soll, dass Europa keine Macht wäre. Ja. Es ist sicherlich eine ökonomische Macht, vor allen Dingen in den Bereichen, in denen es mit einer Stimme spricht, in denen es gelungen ist, ja, nationalstaatliche Kompetenzen in Brüssel zusammenzulegen. Das gilt für die Handelspolitik, gilt für die Wettbewerbspolitik, in vielen Bereichen auch für Entwicklungspolitik und Umweltpolitik. Hier kann Europa nach wie vor Weltordnung gestalten, ja, kann seinen Einfluss geltend machen. Insofern ist es sicherlich nach wie vor eine Region oder ein Spieler in der Welt, an dem man nicht vorbeikommt. Ja? In dem Sinne also eine Art strukturelle Macht, die auf jeden Fall nötig ist, im Boot zu haben, ja, um global Politik machen zu können. In einer anderen Weise ist Europa auch eine, ja, ich mag das jetzt in Anführungszeichen setzen, eine Weltordnungsmacht, ja, denn Europa ist etwas gelungen, was in vielen Regionen der Welt durchaus auch mit Neid oder zumindest mit Sympathie gesehen wird. Ja. In Europa ist es tatsächlich gelungen, im regionalen Maßstab eine doch dauerhafte und stabile Friedens- und Rechtsordnung zu schaffen. Das ist etwas, um das viele Regionen in der Welt Europa nach wie vor beneiden, ja, trotz all der Krisen und Probleme, die Europa durchläuft. Ja. In Europa ist es tatsächlich gelungen, die großen Staaten der Region einzubinden, ja, in eine Rechts- und Friedensordnung. Etwas, was in Asien sicherlich, wenn man sich China anschaut, noch eine offene Frage ist. In Europa ist es gelungen, auch eine stabile ökonomische Ordnung zu schaffen, die auch von supranationalen Institutionen garantiert und begleitet wird, etwa das Europäische Parlament oder den Europäischen Gerichtshof. Was man sehen kann, ist, dass in vielen anderen Regionen, in denen nun auch Freihandelszonen und Wirtschaftsgemeinschaften entstehen, das europäische Vorbild durchaus imitiert wird. Ja, also hier sieht man das als ein Vorbild an, dem man nacheifert. Und zwar nicht nur, was die ökonomischen Gegebenheiten angeht, sondern auch, indem man ähnliche Institutionen schafft. Ja, Gerichtshöfe, Parlamente. Also hier scheint sich Europa eine regionale Ordnung gegeben zu haben, die anderswo in der Welt durchaus als Vorbild und als nacheifernswert gesehen wird.